Amber betrat den Raum. Sie war genauso schön, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie ging früher auf dieselbe Schule wie ich, aber als ihr Vater einen neuen Job bekam, war sie weggezogen. Ich war schon immer sehr verknallt in sie, aber sie schien mich nie zu bemerken. Ich war so glücklich, als meine Eltern mir erzählten, dass Ambers Familie zurück in unsere Stadt ziehen würde. Vielleicht würde ich jetzt eine Chance bekommen, mit ihr auszugehen. Aber bevor ich weitermache, stellt sicher, dass ihr den Kanal liked und abonniert und die Benachrichtigungsglocke drückt, damit ihr keine weiteren verrückten Geschichten verpasst. Meine Eltern schmissen eine Willkommensparty für Amber und ihre Familie. Es sollte der perfekte Moment für mich sein, um etwas Zeit mit ihr zu verbringen, aber es schien, als ob jeder andere Junge in der Stadt die gleiche Idee hatte. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mit ihr zu reden, kam ein anderer Kerl dazwischen und sie alle überschütteten sie mit Komplimenten. Amber, du siehst so süß aus. Amber, dein Haar ist so schön. Wie bist du so fit geworden? Glücklicherweise schien Amber aber in keinen von ihnen interessiert zu sein. Sie ignorierte ihre Komplimente einfach, das heißt, bis Richard den Raum betrat. Er war der Sohn einer der reichsten Familien der Stadt und ging direkt zu Amber hinüber und sagte, »Hey, ich habe gehört, dass du zurück bist. Ich habe ein Geschenk für dich.« Ambers Augen schienen bei seinen Worten zu leuchten. Sie drehte sich um und sah ihn an. Er reichte ihr eine teuer aussehende blaue Schachtel. »Na dann los«, sagte er, »mach es auf.« Amber öffnete sie und keuchte. Oh mein Gott, sie ist wunderschön! In der Schachtel befand sich eine Perlenkette und ich konnte ihr ansehen, dass sie ein kleines Vermögen gekostet haben musste. Amber und Richard verbrachten den Rest des Abends plaudernd und lachten miteinander. Es war offensichtlich, dass der Weg, Ambers Aufmerksamkeit zu bekommen, darin bestand, ihr ein teures Geschenk zu kaufen. Aber ich hatte kein Geld und auch meine Eltern würden auf keinen Fall so viel Geld geben. Nachdem alle nach Hause gegangen waren, saß ich in meinem Zimmer und dachte über Amber nach. Ich wusste, dass ich einen Weg finden musste, um ihr ein teures Geschenk zu besorgen. Plötzlich war es, als ob eine Glühbirne in meinem Kopf geleuchtet hätte. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste ihr nicht etwas Teures kaufen, ich musste nur einen Weg finden, ein billiges Geschenk wie etwas sehr Teures aussehen zu lassen. Ich erinnerte mich daran, wie wir als Kinder am Strand Steine sammelten und sie bemalten. Ich ging in den Garten, um nach dem perfekten Stein zu suchen. Er musste glatt sein. Ich fand, was ich suchte und nahm ihn mit in mein Zimmer. Ich habe ihn glänzend schwarz angemalt und ihn an eine Kette gehängt. Ich steckte ihn in eine schöne Schachtel mit Seidenpapier, damit er teuer aussah. Am nächsten Tag nach der Schule wartete ich vor dem Schultor auf Amber. Schließlich sah ich sie und zum Glück war sie allein. »Hi, Amber«, sagte ich. »Oh, hi, sie hatte offensichtlich keine Ahnung, wer ich war.« »Ich heiße Toby«, sagte ich. »Meine Eltern haben für deine Familie eine Willkommensparty geschmissen.« »Oh ja, danke, es war toll.« »Ich habe ein Geschenk für dich.« Ich reichte Amber die Schachtel und sie öffnete sie. »Ist es das, was ich denke, dass es ist?«, fragte sie. Ich lächelte und nickte. »Ja, es ist ein schwarzer Diamant.« »Aber die sind so teuer. Warum würdest du so viel Geld für mich ausgeben?« »Weil ich denke, dass du unglaublich bist. Du bist so großzügig. Ich danke dir vielmals.« Ich wusste, dass dies der perfekte Zeitpunkt war, also nahm ich den Mut zusammen und fragte sie, ob sie mit mir auf ein Date gehen möchte. Zu meiner Überraschung sagte sie tatsächlich ja. Ich hatte mich in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich gefühlt. Ich konnte nicht glauben, dass mein Plan aufgegangen war. Wir tauschten Nummern aus und verabredeten uns für das folgende Wochenende. Der Freitagabend kam und ich traf mich mit Amber im Kino. Ich ging, um die Karten zu kaufen und wollte gerade hineingehen, als Amber mich aufhielt. »Warte, wollen wir nicht noch ein paar Getränke und Popcorn holen?«, fragte sie. Ich geriet innerlich in Panik. Ich hatte kein Geld mehr und hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. »Klar«, sagte ich, »du gehst und suchst nach Plätzen und ich gehe etwas holen.« Ich wartete etwa 5 Minuten und ging dann hinein, um Amber zu finden. »Sorry, die Popcornmaschine ist kaputt und die Getränke sind ausverkauft«, sagte ich. Amber schaute mich etwas seltsam an. Ich dachte, sie würde etwas sagen, aber dann begann der Film und sie drehte sich um, um auf die Leinwand zu schauen. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Wir hatten noch nicht viele Verabredungen gehabt, als ich anfing zu erkennen, dass Amber nicht die Richtige für mich war. Sie verlangte ständig nach Dingen und wenn ich ihr nicht das besorgte, was sie wollte, bekam sie schlechte Laune und ignorierte mich. Sie war so materialistisch, das mochte ich wirklich nicht an ihr. Es spitzte sich alles zu, als wir eines Tages in der Stadt einkaufen waren. Amber hatte ein neues Paar Schuhe gesehen, das sie unbedingt haben wollte und sie redete ununterbrochen davon. »Oh, Toby, bitte kauf mir diese Schuhe, ich liebe sie so sehr.« »Es tut mir leid, Amber«, sagte ich, »ich werde dir die Schuhe nicht kaufen.« Ihr Gesicht fiel in sich zusammen. »Wenn du mich lieben würdest, würdest du mir die Schuhe kaufen.« »So, das war's. Es ist vorbei«, schrie ich. »Machst du mit mir Schluss?«, fragte sie. Ich fühlte mich ein bisschen gemein und wollte ihre Gefühle nicht verletzen, also sagte ich einfach, dass es nicht an ihr lag, sondern an mir. Ich sagte ihr, dass ich einfach etwas Zeit für mich brauche. Jetzt, wo ich mit niemandem mehr zusammen war, hatte ich viel Zeit für mich. Viel Zeit zum Nachdenken. Da wurde es mir klar, wenn ich es geschafft hatte, Amber mit der Halskette zu täuschen, könnte ich vielleicht auch andere Leute täuschen.
So begann ich also mein Geschäft. Ich fing an, viele verschiedene Halsketten aus Steinen zu machen und verkaufte sie online. Es dauerte nicht lang, bis mein Geschäft abhob. Jeder wollte eine meiner Halsketten haben. Ich konnte sie kaum schnell genug herstellen. Ich erweiterte mein Geschäft und mietete eine Fabrik und Büroräume. Jetzt hatte ich ein ganzes Produktionsteam, das für mich arbeitete. Und das Geld floss nur so herein. Ich konnte es nicht glauben, als ich die Zahlen auf meinem Kontoauszug sah. Ich war ein Milliardär. Ich fing an, ein richtiges Luxusleben zu führen, kaufte die besten Designerklamotten und aß in den teuersten Restaurants der Stadt. Ich kümmerte mich auch um meine Familie. Meine Eltern hatten noch nie ein neues Auto gehabt. Also stellt euch ihre Gesichter vor, als ich ihnen die Schlüssel von einem brandneuen Mercedes gab. Toby, das ist so aufmerksam von dir, sagte meine Mom. Zuerst war ich froh, ihnen weiterhin die Dinge zu geben, die sie brauchten. Aber nach einer Weile schien es, als würden sie mich jedes Mal, wenn ich sie sah, um etwas bitten. Wir haben darüber nachgedacht, eine Kreuzfahrt zu machen, sagte mein Vater, als wir uns zum Abendessen setzten. Meinst du könntest sie für uns buchen, Toby? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte wirklich die Nase voll von meinen Eltern. Ich war es, der das ganze Geld verdient hatte. Und sie taten nichts als nehmen, nehmen, nehmen. Das war's, schrie ich. Ich habe genug. Keine Hilfe mehr für euch. Es wird Zeit, dass ihr auf eigenen Füßen steht. Ich stürmte aus der Küche und hoch in mein Schlafzimmer. Aber ich kam nicht von ihnen los. Sie klopften immer wieder an meiner Tür und versuchten, mich umzustimmen. Schließlich wusste ich, dass es keine andere Möglichkeit gab. Ich musste ausziehen. Ich beschloss, so weit wie möglich von ihnen entfernt zu bleiben. Ich kaufte mir eine kleine Insel in der Karibik und zog dort in ein schönes Haus. Es war einfach, mein Geschäft von zu Hause aus zu betreiben. Denn alles, was ich tun musste, konnte ich aus der Ferne erledigen. Eine Zeit lang blieb ich einfach für mich. Ich wollte nicht in der Nähe von anderen sein. Aber bald begann ich mich in meiner eigenen Fabrik zu langweilen. Also ging ich eines Abends in die Stadt, um das Nachtleben zu erkunden. Da lernte ich Paula kennen. Sie war mit einer Gruppe ihrer Freunde unterwegs. Ich bemerkte sie sofort, als sie den Raum betrat. Sie lachte über etwas, das eine ihrer Freunde gesagt hatte, und der Klang ihrer Stimme brachte mein Herz zum Singen. Als ich sah, wie sie sich ein paar Getränke holte, ging ich zu ihr und ich stellte mich neben sie. Ich machte irgendeinen dummen Kommentar über das Wetter. »Ist das dein bester Anmachspruch?«, fragte sie lachend. Es war vielleicht nicht das Beste, was ich zu ihr sagen konnte, aber sie stimmte zu, mit mir auszugehen, und es dauerte nicht lang, bis es mit uns ernst wurde. Ich wusste, dass sie die Richtige für mich war. Sie war das komplette Gegenteil von Amber. Sie kümmerte sich nicht um teure Geschenke. Sie liebte mich für das, was ich war, nicht für das, was ich ihr geben konnte. Also fragte ich sie, ob sie mich heiraten will, und sie sagte ja. Wir haben in der kleinen Kirche auf der Insel geheiratet. Es war der perfekte Tag. »Wohin willst du in unseren Flitterwochen fahren?«, fragte ich sie. »Oh, wir brauchen keine Flitterwochen«, sagte sie. »Hier zu leben ist wie eine Vollzeit-Hochzeitsreise.« Es stimmte. Das Leben auf unserer kleinen Insel war alles, was wir brauchten. Aber ich wollte trotzdem etwas Besonderes für sie tun. Am nächsten Morgen beschloss ich, in die Stadt zu fahren und einen Überraschungsurlaub für sie zu buchen. Ich sagte Paula, dass ich ein paar Lebensmittel einkaufen müsse und machte mich mit dem Auto auf den Weg. Ich parkte und wollte mich gerade auf den Weg zum Reisebüro machen, als ich plötzlich spürte, wie mich jemand von hinten packte. Ich versuchte, mich zu wehren, aber es war zwecklos. Sie waren zu zweit und ich hatte keine Chance. Sie verbanden mir die Augen und setzten mich in ein Auto. »Was wollt ihr von mir?«, schrie ich. »Lasst mich in Ruhe! Ihr müsst mich gehen lassen!« Aber sie ignorierten mich einfach. Das Auto fuhr etwa 10 Minuten und bog dann auf einen holprigen Weg ab. Ich hatte keine Ahnung, wo sie mich hingebracht hatten. »Wenn sie daran denken, ein Lösegeld für mich zu verlangen, dann verschwenden sie ihre Zeit«, sagte ich. »Meine Eltern haben kein Geld.« Das Auto hielt an und sie zerrten mich heraus. Sie brachten mich in ein Gebäude. Ich konnte an dem feuchten Geruch erkennen, dass es wahrscheinlich ein verlassenes Lagerhaus oder so etwas war. Sie nahmen mir die Augenbinde ab. Ich konnte mich für ein paar Sekunden nicht konzentrieren. Aber als ich wieder richtig sehen konnte, bekam ich den Schock meines Lebens. »Was macht ihr zwei hier?«, fragte ich. Vor mir standen meine Eltern. »Warum solltet ihr mich entführen?« Dann passierte etwas noch Schockierenderes. Die Tür ging auf und herein kam Amber. Jetzt war ich wirklich verwirrt. »Was ist denn hier los? Was wollt ihr von mir?« »Wir wissen, was du getan hast«, sagte mein Vater. »Wir wissen, dass du alle mit deinen gefälschten Halsketten betrogen hast.« Mein Herz sank. »Wovon redet ihr?«, fragte ich. Ich versuchte es zu leugnen, aber sie wussten alles. Offenbar hatte Amber ihre Halskette zu einem Juwelier gebracht, um sie reinigen zu lassen, und die Wahrheit war herausgekommen. Danach hatte sie 2 und 2 zusammengezählt und erkannt, wie ich so viel Geld verdient hatte. Sie war zu meinen Eltern gegangen und sie hatten sich einen Plan ausgedacht, um mich zu erpressen. »Du gibst uns jeweils 10 Millionen Dollar oder wir werden allen erzählen, was du getan hast«, sagte Amber. Ich hatte keine Wahl. »Okay, ihr habt gewonnen«, sagte ich. »Ich werde euch bezahlen, aber ihr müsst versprechen, dass ihr mich in Ruhe lässt.« Sie stimmten alle zu, dass sie mich nie wieder belästigen würden, also zahlte ich ihnen das Geld. Ich weiß, es ist eine Menge Geld, aber im Großen und Ganzen war es das wert. Es tat mir weh, dass meine eigenen Eltern so etwas tun würden, aber ich schätze, das gab mir nur noch mehr Grund, mich so weit wie möglich von ihnen fernzuhalten.
Nachdem sie ihr Geld bekommen hatten, sah ich sie nicht wieder. Ich ging zurück zu meinem Büro, um zu arbeiten. Ich hatte es vermisst, dort jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Es war schön, wieder da zu sein. Es war ungefähr einen Monat später. Ich saß an meinem Schreibtisch, als ich plötzlich einen gewaltigen Knall hörte. Ich sprang von meinem Stuhl auf und ging nachsehen, was los war. Aber bevor ich die Chance hatte, meine Bürotür zu öffnen, krachte es herein. Der Raum war voller Polizisten. »Nehmen Sie die Hände hoch, Sie sind verhaftet«, schrie einer von ihnen. »Das ist ein Irrtum. Ich habe nichts getan«, sagte ich. »Es ist kein Irrtum. Sie haben die Leute betrogen.« Ich konnte nicht glauben, dass meine Eltern und Amber ihr Wort zurückgenommen hatten. Wie konnten sie mir das nur antun? Die Polizei nahm mich mit auf die Polizeiwache. Sie brachte mich in einen Raum und sagte mir, ich solle dort warten. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis ich hörte, wie die Tür geöffnet wurde. »Hier ist jemand, der Sie sehen möchte«, sagte der Beamte. Ich schaute auf. Meine Eltern standen in der Tür. Sie kamen ins Zimmer und der Beamte ging. »Wie konntet ihr mir das antun? Ihr habt versprochen, dass ihr es niemandem erzählt«, sagte ich. »Wir haben niemandem etwas gesagt«, sagte Mom. »Wir waren genauso überrascht wie du, als wir es herausfanden.« »Nun, wenn ihr es nicht wart, dann muss es Amber gewesen sein. Lass mich dein Telefon ausleihen.« Ich rief Amber an und sagte ihr das Gleiche, aber sie versprach, dass sie es nicht gewesen war, die es der Polizei gesagt hatte. Ich wusste, dass sie nicht lügte. Das konnte ich an ihrer Stimme erkennen. Ich war so verwirrt. Wenn es nicht meine Eltern oder Amber waren, wer konnte es sonst sein? Die Tür öffnete sich und ein Polizist kam herein. »Kommen Sie mit uns, Sie werden sich mit unserem Zeugen treffen.« Ich folgte ihnen in einen Raum am Ende des Ganges. Er öffnete die Tür und ich schaute hinein. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. »Paula«, keuchte ich, »warum hast du mir das angetan?« Sie sah mich traurig an. »Es tut mir leid, Toby, ich wollte nur, dass du ein ehrliches Leben führst.« »Aber unser Leben ist so gut, wir haben alles.« »Ich weiß, das haben wir, aber ich konnte nicht riskieren, dass es der Vater meines ungeborenen Kindes im Gefängnis sitzt.« Ich sah Paula schockiert an. »Du bist schwanger?« »Ja, bin ich.« Glücklicherweise ließ mich die Polizei mit einer Verwarnung davonkommen, solange ich mich bereit erkläre, keine Leute mehr zu betrügen. Es war ein kleiner Preis, den ich zahlen musste, jetzt, wo ich Vater wurde.